Willkommen im Wochenende. Es ist Samstag. Jens hat gestern natürlich bis um 10 gearbeitet. Deswegen konnten wir gestern nicht los, wobei ich fast noch ein Lüstchen gehabt hätte, aber es war schon besser so. Wir sind auf dem Weg nach Zollenroda zum Zollenroder BER. Ja, mal wieder schönes, ruhiges Wochenende genießen, Fahrrad fahren, bei der Wärme, mal sehen. Ich habe heute sogar die Helme mit. Die zeigen wir euch. Ja, nichtsdestotrotz, auch wenn die Villa die Woche in der Werkstatt sind, haben wir einiges trotzdem noch getan, was die ganze Geschichte mit der Villa anbelangt. Wir haben jetzt einen Zeitplan entworfen, was bis zum Caravansalon passiert, auch über den Caravansalon hinaus. Da haben wir dann nämlich in der Woche noch Urlaub und ja, da werden wir noch mal einige Plätze anfahren, die gefilmt werden müssen, wollen, naja, wie das halt so ist. Wir wollen. Naja, müssen und wollen. Ja. Also, wir melden uns von unterwegs, spätestens auf dem Stellplatz in Zollenroda. Oder bei Zollenroda. Dort wird es wieder eine weitere Folge vom Stellplatzrundgang geben. Diesmal mit mir. Genau. Denn jedes Mal rennt Jens ohne mich los. Vorige Woche war es wegen Abend. Ja. Siehst du? Gut, bis dann. Bis dann. Ich bin schon wieder kurz vorm Kollabieren. Wir sind stinksauer. Hermsdorfer Kreuz. München, Nürnberg gesperrt, Umleitung eingerichtet, aber saumäßig ausgeschildert. Das ging uns vor 3 Wochen, 4 Wochen schon mal so, dass wir die Kirche ums Dorf getragen haben. Jetzt fahren wir wieder zurück nach Stadtroda, dann fahre ich die Landstraße wieder auf der Autobahn. Unmöglich. Ich hatte es noch vor, in Stadtroda abzufahren und dann auf der A9 wieder drauf zu fahren. Kurzer Zwischenbericht. Aber wir haben Wochenende. Naja. Uns kriegt niemand so schnell klein. Wir fahren jetzt runter und dann ist gut. Also bis später. Tschüss. Angekommen, Richtung Strandbad müssen wir fahren. Zollenroda sehr gut ausgeschildert gewesen. Naja, das letzte Schild ist schwer zu erkennen, ist gerade so ein bisschen zugewachsen. Das muss geschnitten werden. Genau. Der Baum meine ich, nicht das Schild. Oh, gut gefüllt. Oh, gut gefüllt. Na, hoffentlich kriegen wir noch Platz. Ach, ist noch Platz. Hier vor uns ist jetzt das Strandbad. Da können auch die WC-Einrichtung, Toiletteneinrichtung genutzt werden vom Stellplatz. Zumindest war das mal so im vergangenen Jahr avisiert. Und hier fahren wir jetzt direkt auf den Stellplatz drauf zu. Dass du den nicht tot fährst. Entweder wir stellen uns jetzt hier, ach nee, da haben wir den Müll von denen, oder hier rein, oder da vorne. Da, wo der andere stand, da. Ja, meine ich ja, wo der... Kommst du da dann raus? Wenn ich reinkomme, komme ich ja wieder raus.
Ja, hier haben wir mehr Platz, Jens. Gestern faul gewesen ist. Macht wir waren gut. Geschafft von der Wanderung, die wir gestern gemacht haben, im Seehotel. Ja, ich war auf andere Art und Weise geschafft. Jens, ich habe irgendwie die Scheiße am Wanst, hätte ich mal gesagt. Mich hat gestern eine Wespe in die Zunge gestochen. Beim Bier trinken. Hätte er Wasser getrunken, wäre es nicht passiert. Bei uns war keine drin. Also war ich für 5 bis 6 Stunden außer Gefecht gesetzt, konnte kaum reden. Naja, aber das ist wieder vorbei. Und gestern Abend hat das Bier dann schon wieder geschmeckt. Und alles gut. Jetzt müssen wir halt ein bisschen Ordnung machen. Hinten habe ich die Fahrräder schon rausgeholt. Machen wir jetzt eine Radtour. Machen wir dann gleich eine Radtour. Heute mit Helm. Wir zeigen euch das. Und ja, genießen noch das schöne Wochenende hier. Bevor es so alles gibt. Wieder auf die Arbeit geht. Genau. Wir sind's. Machen jetzt eine kleine Sonntagnachmittag. Wir machen eine kleine Radtour und wie ihr seht, wir haben unsere Helme mit. Genau. Ist sogar meines Erachtens ein bisschen besser wie die Mützen. Weil man hat Zug unten drunter durch. Ja, ja. Also ich finde es angenehmer. Ja. Also ist das der Test bestanden und wir werden diese weiterverwenden. Den Helm müssen wir so oder so weiterverwenden für unsere Sicherheit. Genau. Ich muss dir mal das Ding besuchen. So, Zollenroder. Zollenroder. Schwierig. Einen schönen Springbrunnen haben sie. Ja. Mit einer Ruhezone. Das ist jetzt das Stadtzentrum. Wir suchen verzweifelt nach einem Eiscafé. Ich will ein Eis essen, hab so ein bisschen Appetit da drauf. Tote Hose. Aber einen schönen Kirchturm haben sie. So im Hintergrund hier. Sieht man das. Ja, ich muss den Helm jetzt mal abnehmen. Also, das ist schwierig. Ich weiß nicht, wie es in unserer Woche aussieht, aber so viel Betrieb kann ich mir nicht vorstellen, weil die Geschäfte... Beides gehen. Alles für alte Menschen, für junge Leute, nicht viel. Aber das Zollenruder Meer ist sehr schön. Ja, also, da unten. Es ist empfehlenswert, trotzdem herzufahren. Genau. Das ist jetzt wohl offensichtlich der Marktplatz, das, was wir gedacht haben. Dass das eine Kirche ist, ist die Stadtverwaltung von Zollenruder. Aber sehr schön gemacht. Ja, eigentlich. Also, sehr gut. Schöner Bau. Springbrunnen haben sie auch sehr schöne. Ja. Und da war alles gut. Naja, gut. Viel Verkehr, viel Lärm um nichts. So, wir befinden uns jetzt auf dem Panoramaweg am See entlang. Teilweise geschottert, teilweise geteert, relativ eben, aber immer mit schönen Blicken auf den See.
ganz gemütlich. Können wir jetzt hier so lang fahren und wieder Richtung Villa fahren. Hier haben wir wieder mal so einen Blick auf den See. Also Radwege, also zum Fahrradfahren, wunderbar. Aktive Erholung. Ja, das machen wir ja eigentlich immer. Was? Machen wir ja eigentlich immer. Irgendwo ist immer ein bisschen Fahrradfahren, ein bisschen was erkunden. Ja, das ist... Ja, weil Zollroda ist nicht das Fest, wo man sagen kann. Man kann erkunden. Man muss unbedingt dorthin. Aber gerade auf der Landstraße Stress hatten, melden wir uns jetzt von der A9 und wollen das Fazit des Wochenendes ziehen. Fazit, ein bisschen übertrieben. Es war ein schönes Wochenende. Ruhig, entspannt. Sind 8 Kilometer gewandert. 20 Kilometer Fahrrad gefahren. 20 Kilometer Fahrrad gefahren. Und jetzt fahren wir irgendwo auf den Stau drauf zu. Bei der Lederhose ist eigentlich jeden Tag in Nachrichten drin, Verkehrsfunk. Wir werden uns überraschen lassen, da können wir uns ja dann nochmal melden. Es war aber ein rundherum gelungenes Wochenende. Richtig. Morgen gehen wir wieder arbeiten, bis Freitag, und Freitagmittag geht es schon wieder los. Richtig. Lässt euch überraschen. Wenn nur schon wieder Freitag wäre. Aber Montag, wenn Montag rum ist, ist fast die Woche rum. Also. Bis bald. Bis bald. Tschüss.